die aus der deutschen Werft stammende Sea Lion C330 wurde von uns vor der Küste Lavagnas in Italien getestet. Die Sea Lion gibt es in der Sportversion, Achtern offen oder, wie unser Testboot, mit geschlossenem Deckaufbau als Cruiser, wofür dann auch das C im Namen steht. Die Motorenauswahl beschränkt sich auf Volvo Penta, von denen entweder ein oder zwei Dieselaggregate mit Z-Antrieben für das Vorankommen sorgen. Zwei Motoren garantieren zugleich auch wendiges Verhalten, wenn ein Getriebe im Vorwärts- und das andere im Rückwärtsgang läuft. Wenn dann noch ein Bugstrahlruder eingebaut ist, bereiten einem weder Seitenwind noch Querströmung beim An- und Ablegen Probleme. Mit beiden Getrieben auf Voraus oder Zurück durchmessen Vollkreise in langsamer Fahrt nicht mehr als 1,5 Bootslängen. In voller Fahrt ausgeführte 180-Grad-Wenden absolviert die C330 innerhalb von knapp 3 Bootslängen, ohne dass der Rumpf schaukelt oder einhakt. Die C330 hat eine Länge von 10,31 Meter und eine Breite von knapp 3,5 Metern. An Deck ist man stets von gutem Licht verwöhnt. Angesichts des Raumangebots kommen auch nirgendwo Beklemmungen auf. Cockpit und Salon liegen auf einer Ebene. Je nach Wetter, Lust und Laune bleibt die Heckfront offen oder geschlossen. So können Salon und Cockpit eine Einheit bilden. Der Pantry-Block ist gut ausgestattet und verschwindet bei Nichtgebrauch unter einer Abdeckung. Anstelle einer festmontierten Badeleiter samt Haltegriff gibt es auf dem Testboot eine zum Einstecken. Auf- und Abbau funktionieren reibungslos und gehen flott von der Hand. Eine Notstufe fehlt allerdings. Auch unter Deck kommen keine Beklemmungsängste auf. Der Wohntrakt ist mit Bugkabine, ordentlichem Bad und Dusche samt WC und separater Unterflurkabine gut ausgestattet. Ebenfalls sehr gefreut hat uns die Leichtigkeit, mit der sich die sonnige vorn zur Sitzbank wandeln lässt. Die C330 hat genügend Raum für 4 Personen, sogar um darauf einen längeren Urlaub zu verbringen. Durch die angenehme Fahreigenschaft eignet sich das Boot für jedermann. Als wirtschaftliche Gleitfahrt ermittelten wir 3200 Umdrehungen die Minute, wobei etwa bis zu 164 Seemeilen Strecke möglich sind, bevor es an die Reserve geht. Beeindruckt haben uns die Fensterfronten und die Seitentür neben dem Fahrer. Mit ihren vielen guten Ideen bietet die C330 einiges, was man eigentlich von größeren Booten erwartet.